Wir schreiben das Jahr 1919. Während Europa noch in den Wirren des Ersten Weltkriegs steckt, finden sich zwei Männer im Café Größenwahn in Berlin-Charlottenburg zusammen. Beide tragen Anzug und breitkrempige Hüte, die sie zur Begrüßung abnehmen. Ich meine mich zu erinnern, dass Pölzig, der ältere von beiden, versuchte Reinhard, den Jüngeren, zu überreden, die Entenkeule zu bestellen. Doch Reinhard entschied sich für die Muscheln samt Champagner, von dem dann beide Männer in großen Schlücken tranken. Und tranken. So lange, bis sich der Raum zu drehen begann. So lange, bis in ihrer Fantasie ein neuer Raum entstand. An jenem Abend fand der Theaterimpresario Max Reinhardt im Architekten Hans Pölzig einen kongenialen Partner, der die erste Skizze für einen der ausdrucksstärksten Theaterbauten des frühen 20. Jahrhunderts entwarf, dem großen Schauspielhaus. Da, auf den Erinnerungsfetzen der Serviette, Linien, gezogen von einer Kante zur nächsten, so als wäre da nichts, als gäbe es keine Schwerkraft. Was der Architekt Pölzig hier gezeichnet hat, ist die Fassade. Und zwar nicht nur des Theaters, sondern auch dieser Geschichte. Diese nahm nämlich mit der offiziellen Eröffnung des großen Schauspielhauses im Jahre 1919 ihren Lauf. Im Jahre 1927, wohin ich Sie, geneigte Zuschauerschaft, transloziert habe, war besonders die Friedrichstraße eine der berühmtesten und berüchtigsten Ausgemeilen Berlins. Varietés, Bars und Tanzlokale, soweit das Auge reicht. Das Herz der goldenen Zwanziger. Und in direkter Nähe das große Schauspielhaus. Ah, da ist er ja schon. Der stets pünktliche Walter Schatz. Sehen Sie ihn auch? Ja, genau. Den winkenden Herrn da drüben. Walter und ich, wir kennen uns jetzt schon eine Weile und wenn ich Ihnen eins verraten kann, dann ist es, dass Walter wirklich ein durch und durch tugendhafter Genosse ist. Nicht wahr, Walter? Mensch, war ich jung damals. Schauen Sie mich mal an. Ach so, ja. Hallo erstmal, ne? Ich bin Walter Schatz und freue mich sehr, dass ich Ihnen heute nach bestem Wissen und Gewissen aus meinen Erinnerungen erzählen darf. Nicht mehr alles so frisch, aber was ich noch ganz genau weiß. Kalt war es, als ich an jenem Abend des 23. Dezember 1927 ins große Schauspielhaus trat. Da wusste ich natürlich noch nicht, dass mir bald eine der größten und gefeiertsten Sängerinnen der 20er Jahre das Herz erwärmen würde. Aber eins nach dem anderen. Ich war ziemlich nervös, das weiß ich noch genau. Es war das erste Mal für mich im Theater und dann gleich eine waschechte Premiere. Madame Pompadour und in der Hauptrolle Fritzi Massari. Ich hatte schon viel von der gehört, aber um ehrlich zu sein, war ich ja eher so der Lichtspielgänger. War günstiger. Der Abend war restlos ausverkauft. Aber man musste halt wissen, wie man's macht. Nix mit anstehen. Hatte mir das Ticket am Vorabend zum halben Preis ergattert. Elektrolux-Staubsauger lockt jedes Hausmannsherz. Probieren Sie mal. Ganz kinderleicht. Junger Mann, der neue Elektrolux-Staubsauger. Na, schau einer an. Das hätte ich ja fast vergessen. Ich war ja nach dem Krieg als Verkäufer von Elektrowaren unterwegs. Und ich sag's Ihnen, das war damals erst der Anfang. Nach den Staubsaugern kamen die Föhns, Kühlschränke, Toaster. Das war alles neu damals. Die Leute standen unter Strom. Hätte es elektrische Katzen gegeben, die hätten's gekauft. Sehr fesch.
und die andere in einem schwarzen Spitzenkleid mit einem schwarzen Straußenfeder auf welchem. Ich auch. Sie wissen ja, wie das ist mit den Erinnerungen, nicht wahr? Manches ganz präsent, anderes nur noch so halb. Dieses Foyer zum Beispiel, das ist mir, auch wenn ich es jetzt so vor mir sehe, ziemlich schleierhaft. Säulen gab's da. Und einen Tresen mit Plakaten, Autogrammkarten und Liederheften. Ach, Klavier spielen müsste man können. Ja, so ein kleiner Mutmacher hätte mir auch nicht geschadet. Ich dachte, dass ich sie mal im Theater antreffe. Ey, Ingo, kick mal, wie der sich rausgeputzt hat, der Schatz. Aber in diesem unsäglichen Licht sehen ja selbst sie aus wie ein wandelnder Toter. Das ist meine Vermieterin, Frau Kraus. Wenn die mal zu quasseln anfängt, ich sag's Ihnen. Aber mit dem Licht hatte sie schon recht. Das war tatsächlich ein bisschen fahl. Da wäre etwas Warmes schon schöner gewesen. Oh, na, kick mal Ina an. So sieht man doch auch gleich die Massarien in ganz neuem Lichte. Ja, Schatz, die schenke ich Ihnen. Mit einem waschechten Autogramm der Massari. Ja, wird in ein paar Jahren bestimmt viel wert sein. Oh, jetzt muss ich aber. Bis später, Herr Schatz. Ingo und ich winken Ihnen dann zu, wa? Wir sitzen ganz oben im Rang. Tschüss! Künstlerische Leitung, Erik Charell. Musik von Leo Fall. Schatz, ich geh mir noch mal schnell den Electrolux ansehen. Es war schon der dritte Grund, Schatz. Von 7 bis 7.10 Uhr morgens. Ein Gymnastikkurs. Zeig noch mal die Karten. Ja, doch. Ich glaube, wir sind hier falsch. Kann ich den Herrschaften behilflich sein? Schauen Sie mal hoch. Diese riesigen Säulen, die von der Decke hingen. Wie in einer Tropfsteinhöhle. Wie hieß denn nochmal der Architekt? Wie dem auch sei. Für das Jahr 1927 war das ganz schön gewagt, finden Sie nicht auch? Und wenn ich mich recht entsinne, waren da Lichter in der Kuppel, mit denen echte Sternenbilder gezeigt wurden. Das M steht für Massari. Das hat sich der Erzähler ausgedacht. Bevor der Vorhang aufging, hatte ich keine Vorstellung davon, was Theater überhaupt war. Dass es im Grunde genommen spannender war als alles, was ich bisher gekannt hatte. Lebendiger als Kino und Kundgebungen, aufregender als Staubsauger und Kühlschränke. Einige Jahre später bin ich aus Deutschland geflohen. Ich bin Jude. Aber an jenem Abend, im Dezember 1927, hatte ich etwas erlebt, wovon heute nur noch erzählt werden kann. Ein Gefühl vollkommener Gemeinschaft und Freude. Und nun,
halten Sie sich fest, meine Damen und Herren. Wir heben ab und werfen einen letzten, umfassenden Blick in das große Schauspielhaus. Im Jahre 1927, wohin ich Sie, geneigte Zuschauerschaft, transloziert habe, war besonders die Friedrichstraße eine der berühmtesten und berüchtigsten Ausgemeilen Berlins. Varietés, Bars und Tanzlokale, soweit das Auge reicht. Das Herz der goldenen Zwanziger. Und in direkter Nähe das große Schauspielhaus. Bis der Premierenvorhang sich öffnet, sind es noch ein paar Stunden hin. Aber keine Angst, geneigte Zuschauerschaft, es wird Ihnen nicht langweilig werden. Schließlich haben Sie die einmalige Chance, mit dem größten Operettenstar Ihrer Zeit hinter die Kulissen des großen Schauspielhauses zu blicken. Und wenn Ihr Chauffeur mal nicht wieder irgendwo... Ah, da sind Sie ja, Frau Massari. Frau Massari, wenn Sie so gnädig wären... Ein feines Autogramm für den bescheidenen Erzähler. Ja, der hatte schon immer einen sehr sonderbaren Humor gehabt, dieser Erzähler. Frau Massari, stimmt es, dass Sie Ihr Malteser-Hündchen nach Ihrem Mann benannt haben? Man kann sagen, dass ich zu jener Zeit den Roaring Twenties, wie man sie ja heute nennt, doch überaus gefragt war. Und wenn Ludwig keine Umwege hätte fahren müssen wegen der Presse, dann wäre ich an jenem Premierentag wie gewöhnlich zeitlich in der Garderobe gewesen. Frau Massari, wie ist es, zurück in Berlin zu sein? So, Jungs, jetzt reicht es. Toi, 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 für später, Frau Massari. Für Sie immer noch Fritzi, mein Lieber. Verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich genoss ich den Ruhm auch. Ich hatte zu dem Zeitpunkt über 25 Jahre auf der Bühne gespielt und es war ein steiniger Weg gewesen, von der Friederike Massarik über die Fritzi Massari bis hin zu der Massari. Aber als es soweit war, konnten sie nicht genug von mir bekommen. Sogar Zigaretten haben sie nach mir benannt. Massari Perle, Massari Ritter. Verrückte Zeiten, das kann ich Ihnen sagen. Ich war 1924 mit Max Pallenberg, meinem Mann, zurückgekehrt nach Berlin. Die Inflation hatte sogar uns zu schaffen gemacht. Kaum war ich zurück, offenbarte mir Erik Charell, unser Freund und Leiter des großen Schauspielhauses, dass er mein Comeback plane. Eine Operette im Revue-Stil. Ganz Berlin würde kommen. Und natürlich hatte Charell nicht Unrecht. Hier war mein Zuhause, im Theater. Da gab es keine fragwürdigen Interviews, keine Werbeverträge und kein Posieren für die Illustrierte. Im Theater gab es das, wofür ich zeitlebens mit Verstand und Sinn gelebt hatte. Das Spiel.
ein, Max. Wie aufmerksam du doch warst. Damals war es ja mit dem Star-Kult nicht anders als heute. Als Frau hatte man gefälligst jung und schön zu sein, und zwar möglichst bis ans Ende der Zeit. Ich kann mich noch an die Kritiken erinnern. Wie lange wollen wir denn noch der Vergangenheit huldigen? Denken wir an die Zukunft. Denken wir an die Waldmüller. Der Kaiser geht, die Masari bleibt. Und bleibt. Die Sphinx in Ägypten lässt fragen, ob die Masari sie schon überlebt haben. Es geht nicht mehr lange, aber an diesem Abend ging es noch. Natürlich waren Revuen und Operetten auch purer Eskapismus. Balsam für die Seele in den Jahren zwischen den Kriegen. Und genau deshalb nahm ich sie inbrünstig ernst. Die Texte, die Musik, das Sentiment. Aber irgendwann waren die knabenhaften Gamin-Typen diese burschikosen Bubis angesagt und ich, die Grande Dame, hatte ausgedient. Wenn die gewusst hätten. Auf diese Art behandle ich die Männer. Ich bin ein Kenner vom starken Geschlecht. Ich mime oft die allertollsten Sachen. Das ist zu lachen. Oh, die alten Fächten im Liebesfalle. Fritzi, meine Liebste, ich weiß, du möchtest deine Ruhe, keine Bussis und nichts von den Premieren. Aber dennoch, toll, toll, toll. Und magst du mir bitte später noch die Autogrammkarten signieren? Erik wickelte nicht nur mich um den Finger, sondern ganz Berlin. Ich wusste es zu schätzen. Schließlich habe ich genauso davon profitiert. Frau Masari, bereithalten bitte. In 10 Minuten geht's los. Ach ja, dieser Ruf des Inspizienten. Es war mir Erlösung und Fluch zugleich. Die Vorfreude, die Arbeit, die bald ihre Vollendung finden würde auf der Bühne. Und doch war ich vor Auftreten immer schrecklich nervös. Und das nach all den Jahren auf der Bühne. Wenn die Miller mal auf ihre Lücken achten würde, wird ich ja auch nicht auf ihre Füße treten, ja? Gary, Gary, sehen wir uns danach noch in der Kantine? Wir müssen unbedingt zusammen anstoßen, ja, Schatz? Plätze einnehmen, die Damen und Herren. Ruhig mit dir, die Ursache, dein Auftrag ist Leo Falls Musik umgibt das heitere Geschehen mit wundersamem Rankwerk zauberischer Töne. Und immer wieder ist es Fritzi Masari, die dieser zerbrechlichen Welt ihre Vollkommenheit leiht. Fritzi Masari wird in wundersamen Kleidern jener Zeit frei von trockener Wahrhaftigkeit mit aller Grazie, über die sie vorbildlich verfügt, über die Bühne gehen. Nur Fritzi Masari besitzt die pastellzarte Feinheit vertuscher Gemälde, gepaart mit spielerischem Charme, frei von revolutionärem Gehabe. Und dann war es soweit. Am Abend des 23. Dezember 1927 war ich angekommen. An jenem Abend trat ich im großen Schauspielhaus einmal mehr von der Welt des Scheins in die Welt der Wirklichkeit. Und nun halten Sie sich fest, meine Damen und Herren. Wir heben ab und werfen einen letzten, umfassenden Blick in das große Schauspielhaus. Musik.
Im Jahre 1927, wohin ich Sie, geneigte Zuschauerschaft, transloziert habe, war besonders die Friedrichstraße eine der berühmtesten und berüchtigsten Ausgemeilen Berlins. Varietés, Bars und Tanzlokale, soweit das Auge reicht. Das Herz der goldenen Zwanziger. Und in direkter Nähe das große Schauspielhaus. In den Seitenstraßen, weg vom Rummel der beliebten Friedrichstraße, sah man sie immer mal beieinander stehen. Rauchend, zähneknirschend und konzentriert. Die Schattenarbeiter des großen Schauspielhauses, die sich vor dem großen Theaterabend noch mal sammelten. Aber bei der Kälte scheint sich nur einer der ganz Jungen nach draußen gewagt zu haben. Na, Otto? Heute ganz allein? Wo hast du denn die Gerry gelassen? Damals, also im Jahr 1927, hatte ich vor dem großen Abend noch meine Ruhe. Aber dann begann dieser Erzähler beim Bühneneingang aufzukreuzen und nervige Fragen zu stellen. Der wusste ganz genau, dass ich den Job als Beleuchter hier nur wegen Gerry angenommen hatte. Und er wusste auch, dass nichts mehr lief zwischen uns. Warte, Piefke. Hey Otto, noch mal kurz in die Kantine nachschütten? Nicht, dass die Hand zittert, wa? Jetzt zieh doch nicht so ein Gesicht, Kempowski. Das ist nun mal so mit den Tänzerinnen. Komm, trink mit uns, Kempowski. Weck deinen Geist. Da drinnen im Theater, da wird's heiß. Toi, 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 Otto, weißt du, bei der Generalprobe soll alles schief gehen. Heute kann dir die Leuchte ja nicht platzen. Sie denken jetzt bestimmt, dass das immer so war, mit den Stimmen und mit den mittelmäßigen Reimen. Ja, und Sie haben recht. An jenem Premierenabend waren ganze 30 Beleuchter im Einsatz. Und ich war zum ersten Mal am Verfolger eingeteilt worden. Und dann gleich für Fritzi Massari. Der Massari. Da musste jeder Handgriff sitzen. Den einzigen Handgriff, den unser Feuerwehrmann Kurt kannte, war Däumchen drehen. Also wenn Sie mich fragen, ist unser einzelner Vorgänger revolutionär. Dass der seitlich urfiert, das hat er dann einem deutschen Theater so noch nie erheben und sowieso die ganze Idee auf den Architekten anzuhalten. Einmal am Verfolger, immer am Verfolger, hatte der Chef gesagt. Also bin ich hartnäckig geblieben bei der Gerry. Hab anständig tanzen gelernt und mich nicht wie ein Volldepp benommen. Toi, 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 Otto. Bis nachher auf der Fete, wa? Wo bleibt denn Tom? Jetzt schreien ja nicht so an. Hier kannst du auch flüstern. Hört trotzdem der ganze Saal. Dann interessiert mir das all. Dir sag ich, dass der Zug bleibt. Ich verliere Federn. Maske! Nach ihrem Engagement am großen Schauspielhaus ist Gerry zurück. Und ich mit ihr. Auf dem Dampfer nach Amerika. Stellen Sie sich das mal vor. Icke, Otto Kempowski allein in New York. Wie zum Geier habt ihr denn gestern geleuchtet? Das war ja das Problem. Die Linse hatte einen Bauch, war alles verzogen. Genau da. Hinter der Bühne im Mittelgeschoss, rechts. Da stand ich am liebsten, bevor es losging. Das Rattern des Wolkenapparats. Ja, so hieß der wirklich. Wolkenapparat. Der hat einfach nur Wolken produziert. Aber was für welche. Dieses Wolkenrattern zu hören, auf das Gewusel hinter der Bühne zu kicken, das hat mich immer beruhigt. Sie war bei den Sunshine Girls dabei, der amerikanischen Tänzerinnengruppe, die Gerry. Wenn Sie sie sehen, geben Sie Bescheid, ja? Die Zeit im Theater ist der eigentlichen Zeit immer ein bisschen voraus. Hat zumindest mein Chef gesagt.
Bis heute keine Ahnung, was er genau damit meinte. Was ich aber weiß, ist, dass ich da oben in der Decke keine Leuchte hätte wechseln wollen. Über 1000 Lichter waren, die einzeln angesteuert werden konnten. Richtige Sternenbilder haben die da gezeigt. Die anderen waren auf den Seitenbühnen und auf der Beleuchterbrücke. Der Verfolger war allein meine Verantwortung. Ich weiß noch, wie ich an jenem Abend alle doppelt und dreifach kontrolliert habe. Die zwei Kohlestäbe, die Zündung, einfach alles. Nochmal durfte die Leuchte nicht platzen. Nicht bei der Premiere. Mann, hab ich geschwitzt. Otto, immer schön die Nerven behalten, Junge. Ich musste mich echt bei der Nase nehmen, dass ich mitten in der Aufführung nicht auf meine Gary umgeschwenkt bin. Aber um ehrlich zu sein, ist mir schnell klar geworden, warum sie die Massari auch die Kaiserin von Berlin genannt haben. Wenn sie das hätten sehen können, ich werde das nie vergessen. Sie hat alles in den Schatten gestellt. Sogar meinen Scheinwerfer. Und nun halten Sie sich fest, meine Damen und Herren. Wir heben ab und werfen einen letzten, umfassenden Blick in das große Schauspielhaus.